Und damit hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir sind zurück in der Tiefebene. Und wir machen heute weiter mit dem Auftrag Lieferung durch die Tiefebene. Wir haben in der letzten Folge haben wir schon die Bretter verteilt, also die unterschiedlichen Langbretter. Plan für heute ist, wir kümmern uns um die kurzen Stämme und zwar einmal zum Haus am Sumpf, sprich... Ja? Und einmal zum Haus an der Küste, sprich da. Und wir haben noch 2, 4, wir haben hier glaube ich noch 6 kurze Stämme drin. Genau, und das ist so der Plan für heute. Also, nicht lange quatschen, wir fahren mit dem Zelt raus, den ich dann auch endlich mal umlackiert habe, ne? Was ich irgendwie schon seit gefühlt Jahren machen. Aber irgendwie habe ich es dann doch immer wieder vergessen. Vielen Dank für die Erinnerung. So. War diesmal auch so schlau, habe die Brücke schon mal ausgefahren. Damit wir das nicht wieder erst machen müssen. Fahren hier einfach jetzt drüber. So, hier fahren wir mal ganz ruhig im Lastgang runter. Und dann geht's los. Also wir fahren jetzt... Ich habe mir gar keinen Macker gesetzt, ne? Bin ja wieder so ein Affe. Wir fahren jetzt durch die Tiefebene, holen... Machen wir das am dümmsten? Ich glaube, holen die ersten Hölzer, fahren dann... Zum Haus am Sumpf und auf dem Rückweg zum Haus an der Küste, würde ich sagen. Genau, und in der nächsten Folge nehmen wir einmal mittelgroße und einmal lange Stämme mit. Und verteilen die noch. Easy peasy. So sollte das zumindest in der Theorie hoffentlich funktionieren. Ich bin mir auch wieder nicht sicher, ob dieser Anhänger, den ich hinten dran habe, für mittelgroße Stämme ist oder für kurze Stämme. Da lasse ich mich wieder überraschen. So, wir müssen... Wo müssen wir denn rüber? Da drüben müssen wir hin. Das heißt, wir fahren hier drüber, dann da über die kleine Insel und dann da vorne irgendwo hoch. Das sollte funktionieren. Zack. Beziehungsweise den Weg nehmen wir. Da direkt vor uns. So, dann sperre ich wieder raus, sonst fängt sie gleich wieder an rumzumeckern. Gut. Also heute ganz Oldschool-Holzlieferung. Ohne Kran, das heißt, wir werden alle automatisch beladen in die dazugehörigen, hoffentlich, Anhänger und Aufbauten. Also der Aufbau ist auf jeden Fall für kurze Stämme. Sieht man auch, ich habe die Extension von der Ladefläche extra rausgenommen. Da sollten wir jetzt erstmal keine Probleme haben. Sa. Mit A. Ist wieder Uchas Matsche. Einfach Matsch. Aber gar kein Thema. Kriegen wir alles hin. Aha. Da liegt auch noch. Ist das ein kurzer? Nee, ich glaube, das ist ein mittelgroßer Stamm, den wir da verloren hatten, ne? Einer, und ich glaube, da am Rand der ist auch noch, oder? Ne, das könnte auch ein kurzer sein. Ist mir aber egal. Wir brauchen einmal die. Das war so klar.
Es ist doch so klar. Wofür habe ich dich überhaupt mitgenommen, Anhänger? Na gut, zweimal jetzt hochfahren ist auch Mist. Aber ich glaube, uns wird jetzt erstmal eine Standrette überbleiben. Dann fahren wir ohne Anhänger. Gut, dann fahren wir zweimal da hoch. Macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. So, aber jetzt sollte ich mir doch vielleicht einen Weg setzen. Wir müssen zur Straße einmal. Okay. Wir schauen mal, wie das läuft. So. Hier haben wir die Straße direkt vor uns. Das ist ganz schön steil. Kommen wir hier noch irgendwie runter oder rüber? Achso, wir können auch da einfach durchfahren. Ja. Nehmen wir halt den Weg. So, Sperre mit rein. So, fahren wir jetzt hier. Kurz einmal durch. Und fahren zum Haus am Sumpf. Autsch. Hier durch. Ich finde die neue Lackierung passt mir auf jeden Fall besser. Dieses langweilige Weiß, wie gesagt, ist mir ja schon eine Weile auf die Nerven gegangen. Wir könnten auch versuchen, was sind wir denn hier drin, dass wir gleich vielleicht von hier fahren. Zweite Lieferung. Das sollten wir vielleicht hinkriegen, ne? Fahren wir die von da. Dann sparen wir uns da ein bisschen Zeit. Und wir können die Strecke mal ein bisschen erkunden. Weil ich glaube, da bin ich noch gar nicht lang gefahren. So, hier erstmal einen Ticken weiter rechts halten. Damit wir nicht wieder in diese 3-Meter-Loch reinfahren. Davon ist auch noch eine Ladestelle. Mal gucken. Ich nehme auch einfach die dann. Was ist denn da für eine Ladestelle und wo? Da oben. Kommen wir da irgendwie hoch? Müssen wir ja, ne? Wir schauen mal. Erstmal bringen wir Lieferung Nummer 1 an ihr Ziel. So, hier die obligatorische Kurve fahren. Irgendwie vernünftig einschlagen, bitte. Danke. So.
So, dann friemeln wir uns wieder unseren Weg hier durch den Wald. Einmal hier hoch. Einmal hier runter. Und dann scharf links. So. Ich würde sagen, das läuft. Schön hier einfach lang brettern. Apropos Brettern. So. Weil hier dürfen wir jetzt nicht zu weit links fahren. Und ich glaube. Na verdammt. Wir haben gerade hier vorne den Baum in unserem Motorblock gebohrt. Immer mal halt mit der Benelz arbeiten. Gib mir mal den Baum da vorne, sehr schön. Müssten wir nämlich ordentlich mit Schwung einmal durchkommen. Genauso. So, wie gesagt, wenn wir dann mal gucken, wie wir da hochkommen, ob es da einen Weg gibt. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Weil das ja dann wirklich die nächste ich fahre mal wieder falsch. Die nächste Quelle auf jeden Fall. Oh ne, komm mal. Jetzt hier nicht an irgendeinem Baum verkeilen. Das wäre schon ein bisschen doof. Nee, 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 nicht Kram, nicht Kram, nicht Kram. Ganz ruhig. So. Da sind wir. Mit Lieferung Nummer 1. Frachtverwaltung. Entladen. So. Wie kommen wir jetzt da hoch? Das sieht hier so ein bisschen so aus, als könnten wir hier hochfahren. Markier mir mal den Weg. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo links kommen. So, da ist auf jeden Fall ein Weg, aber ich glaube, der führt nicht dann nach da oben. Wie schaut's denn hier aus?
Ja. Ich würde sagen, das ist ein gangbarer Weg. Autsch. Okay. Komm, bleib ruhig. Hier rechts, hier rechts, hier rechts, hier rechts. Gut, also. Das ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg. Kurze Stelle. Oh Gott, hier haben wir ja mal. Nee, nicht manuelles Land, danke. Ich habe da schon wieder einen darauf gelegt, ne? Gott, aber. Einmal das Haus am Sumpf braucht natürlich eine. Was ist denn das Haus an der Straße? Okay, haben wir hier einen Weg von der Straße aus? Ich glaube, ich will mir das mal ganz kurz angucken, bevor wir weiterfahren. Ob wir tendenziell da durchs Wasser kommen. Und dann können wir die Langstämme nämlich von hier fahren, haben das halt wirklich nicht so weit. Schauen wir mal. Doch, ich denke, hier sollten wir lang kommen irgendwie. Weil, wie gesagt, das ist ja der Haus da. Fahren wir die Langstämme von hier aus. Hier waren lange Stämme drin, oder? Und die mittelgroßen Stämme holen wir dann. Ich mache die Marker schon mal weg. Was ist denn Haus an der Küste? War das da? Nee. Moment. Aus dem Sumpf. Wieso steht denn da? Nee, das ist nicht das Haus am Sumpf. Lügenpresse. Das ist das Haus an der Küste. Mein Gott. Gibt's doch nicht. So. Genau. Achso, hier stehen ja noch alle Sachen drin. Ich war gerade verwirrt. Ich habe das hier schon abgeschlossen, aber. Genau. Mhm. Ja, müssen wir mal gucken. Wir haben wahrscheinlich. Und wahrscheinlich die mittelgroßen Stämme für das Haus an der Küste von hier. Und ja, die Langstämme für das Haus an der Straße holen wir von hier. Okay. Okay, okay. Aber das auf jeden Fall nicht mehr heute. Ich denke auch. Die zweite Lieferung werden wir heute vielleicht noch nicht zu Ende machen. Gucken, ob ich jetzt noch eine zweite Runde fahre. Aber erstmal ist die Lieferung hier jetzt fällig. So, bergab, Lastgang rein. Und dann fahren wir ganz geschmeidig wieder runter. Den gleichen Weg, den wir quasi hochgekommen sind. Dann gleich noch einmal durch die Tiefebene. Ja, eine Lieferung kriegen wir da schon noch hin. Dann haben wir noch einmal kurze Stämme für das nächste Mal über. Hey, wir können die mittelgroßen Stämme können wir glaube ich schon mitnehmen. Wir haben ja den Anhänger dazu stehen.
Machen wir das so, glaube ich. Frachtverwaltung. Kurze Stämme. So. Aus dem Sumpf ist abgearbeitet. Und jetzt geht's zurück. Ich fahre einfach mal. So. Das heißt, wir fahren jetzt einmal zu dem Sägewerk, wo unser Anhänger steht. Laden da einmal kurze Stämme und einmal mittelgroße Stämme auf. Bringen die kurzen Stämme zumindest schon mal rüber. Na, wir laden erstmal. Mal gucken, wie weit wir kommen dann. Wir laden da erstmal auf jeden Fall noch. So. Pläne, die man irgendwie am Anfang macht, das ist ja auch immer Schall und Rauch. Manchmal gehen die ganz gut auf. Manchmal, wenn man einfach wieder den falschen Anhänger mitnimmt, gehen die eher nicht so auf. Ich hatte wieder überlegt, ob ich diesen Anhänger mitnehmen, wo man mehr Stämme reinpacken kann, also diese zweimal kurze Stämme hintereinander laden kann. Aber ja, ich dachte mir, ich will nicht wieder zu ultra viel Modarbeit machen. Wenn wir schon ein Modfahrzeug haben, dann wollte ich eigentlich einen normalen Anhänger haben. Aber naja, gut. So. Moment. Bin gerade an meiner Abfahrstelle, genau. Das, wir wollen hier kurz einmal rüber. Und fahren hier einmal durch. Ich bin das heute nicht so mit meinem Wegen. Da lang. Einfach bitte den gleichen Weg nehmen, den wir immer fahren. Da können eigentlich nicht so viele Sachen schief gehen. So. Hier wieder einmal durch den Fluss. Und dann können wir hier erstmal wieder ein bisschen Tempo holen. Einzahl, das läuft auch wie ein Länderspiel. So, dann. Na, jetzt haben wir ein bisschen Gegenströmung, ne? Wobei. Geht ganz gut. Ich gedacht, dass uns das mehr ausbremst irgendwie. Aber hey. Wir nehmen das mal so hin.
So, Sperre mit rein. Und dann fahren wir hier einmal um den Baum rum, weil das ist wieder so ein, wie ich sie gerne nenne, russischer Panzerbaum, der nicht umkippt. Wir können gar keine mittelgroßen Stämme mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Verdammt. Waren ja keine mehr. Ne? Mehr Stämme, mittelgroße, genau. Naja, gut. Dann fahren wir halt doch nur mit. Mit der Ladung. Aber den Anhänger nehmen wir trotzdem mit. Und dann bringen. Denn den brauchen wir ja für die zweite Tour dann trotzdem noch. Okay, also fahren wir jetzt zum Haus an der Küste. Aka das Fake-Haus am Sumpf. Weil der auf der Karte falsch beschriftet ist. Liefern unsere einmal kurze Stämme ab. Das heißt, wir haben dann für die nächste Folge noch einmal kurze, einmal mittelgroße Stämme, die wir da hinbringen können. So, kommst du jetzt mal bitte komplett ran hier. Danke. Und dann haben wir noch die langen Stämme. Und die versuchen wir da einfach den kurzen Weg da über die Karte zu ziehen. Heißt aber, wir müssen so oder so, wir müssen in der nächsten Folge noch einmal durch den Sumpf. Also de facto sogar zweimal. Wir müssen ja einmal hin und einmal zurück. Das heißt, ich sollte vorher noch mal tanken. Aber da halten wir dann ganz oldschool mal an der Tankstelle an. So, wie weit ist der Weg hier? Oh, passt. So. Da oben ist die Straße. Und hier unten ist der Matsch. Aber der Cetros macht das. Weil er so ein geiles Auto ist. Wir sinken trotzdem gut ein, wenn wir stehen bleiben, ne? Na gut. So. Sollten wir trotzdem rauskommen. So, so. Das lief doch aber trotzdem eigentlich ganz gut. Wie gesagt, die Anhängergeschichte, das ist halt, ja. Dass er bei den Anhängern einfach oft nicht mit dabei steht, für welche dämlichen Stämme die sind. Das ärgert mich. Bei den Mod-Anhängern haben es ja viele dazustehen. Aber bei diesen Standard-Anhängern. Aber ich glaube, es ist auch, Moment, es ist nicht der offizielle Standardanhänger, aber bei dem steht es auch nicht dabei. Das ist nämlich der Offroad-Mod von dem Standard-Spielanhänger. Aber da steht es halt leider auch nicht dabei. So. Aus an der Küste.
Einmal kurze Stimme. Sehr schön. Dann machen wir mal hier Motor aus. Dann war's das für heute. Wie gesagt, nächste Folge einmal kurze, einmal mittelgroße Stimme hierher nochmal. Und dann die Langstimme nach da oben. Da oben. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.